Liebe Schwestern der Heiligen, Clara, Brüder und Schwestern in Christus, für mich ist Weihnachten immer ein besonderes Fest, weil ich meistens nicht wirklich weiß, was ich damit anfangen soll. Es ist für mich aus verschiedenen Gründen immer schwierig gewesen. Die letzten 5 Jahre trug ich auch eine Verantwortung für eine Pfarre und es ist nicht gerade lustig, die Weihnachtszeit für einen Pfarrer. Es ist eine schöne Zeit, aber auch eine sehr anstrengende. Das ist das erste Weihnachten eigentlich seit meiner Priesterweihe, wo ich einfach so locker bleiben kann, wie ich bin. Ich muss mich nicht verstellen für die Pfarre, muss nichts leisten und das ist auch gut so. Das genieße ich hier in Maria-Enzersdorf. Wir haben Verschiedenes gehört in den Lesungen heute aus dem Buch Jesaja, die große Zusage: Siehe Herr, jetzt kommt deine Rettung. Das ist, was Israel galt, heute noch gilt, was auch uns allen gilt. Im Brief des Apostels Paulus an Titus haben wir gleich in den Worten gehört, dass die Güte und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, uns erschien. Er hat uns errettet. Und ich muss sagen, dieses Weihnachten ist für mich ganz besonders heuer, weil ich tauche immer wieder tiefer in das Geheimnis ein, was der heilige Franz von Assisi entdeckt hat. Das wissen die meisten, dass wie wir Weihnachten feiern, verdanken wir eigentlich dem heiligen Franziskus, die erste Krippe in Greccio, all die schnulzigen Lieder, die wir zu singen haben, die wir zu hören bekommen, in Geschäften. Und überall ist immer dasselbe, die kitschige Weihnachtsbeleuchtung. Das verdanken wir alles mehr oder weniger dem heiligen Franziskus. Das wollte er nicht, aber das ist so gekommen. Er wollte auch den Orden nicht, aber die Brüder sind gekommen. Er hat sich darauf eingelassen. Und das ist nichts Schlechtes. Das gehört einfach zu Weihnachten. Aber dabei übersieht man etwas, was der heilige Franziskus vom Anfang an in diesem großen Ereignis gesehen hat. Und was es ist, habe ich heuer wieder aufs Neue wirklich auch schmerzhaft begreifen dürfen. Einige von euch haben vielleicht mitbekommen, dass unsere Mitbrüder in Rom sich etwas geleistet haben. Einen großen Patzer. Die haben selber mit Geld gewirtschaftet, das ihnen anvertraut worden ist von allen Mitbrüdern des Ordens, haben krumme Geschäfte gemacht, auch kriminelle Geschäfte. Und das ist etwas, was mich und meine Mitbrüder nicht nur hier in Österreich sehr bedrückt. Es ist auch so, dass sie falschen Menschen vertraut haben. Und das kommt davon, wenn man Menschen vertraut und nicht Gott. Wenn man mehr auf die eigenen Fähigkeiten vertraut als auf Gott. Und ich habe jetzt in diesen Tagen vor Weihnachten und jetzt um Weihnachten herum immer wieder das Evangelium von dem Staumbaum Jesu Christi gehört. Und wenn man sich diese Leute da anschaut, wie die in diesem Staumbaum vorkommen, da kann man auch so seine Zweifel bekommen. Da gibt es unter denen mindestens eine Prostituierte, da gibt es Mörder, Betrüger und sehr viele, die auf dem Weg gefehlt sind. Und ich glaube, der heilige Franziskus hat eines begriffen, warum Weihnachten so wichtig ist. Weil Gott demütig ist, bis geht nicht mehr. Er kommt zu uns, obwohl wir sind, wie wir sind, obwohl wir es gar nicht verdienen, dass Gott eine von uns geworden ist. Man muss sich das wirklich vor Augen stellen. Er ist ein kleines Kind geworden, irgendwo am Ende der Welt. Der hatte auch ab und zu sicher volle Windeln. Also Dinge, die zum menschlichen Leben wirklich gehören und die nicht immer schön sind. Der ist Menschen begegnet, die auch nicht wirklich gut waren. Und er hat sich trotzdem auf all das eingelassen. Ich glaube, dass der heilige Franz von Assisi genau das in Weihnachten gesehen hat. Also diese große Demut Gottes, seine große Zärtlichkeit zu uns Menschen, weil mit uns kann man auch nicht anders. Und er lädt uns auch zu diesem Weihnachtsfest, an diesem Weihnachtsfest dazu ein,
diese seine große Demut zu sehen. Und wenn wir in seiner Nachfolge stehen, dann sollen wir diese Demut auch in unserem Leben durchleuchten lassen. Und das ist etwas, was einer meiner Konowitzen immer wieder gesagt hat. Der hat es scherzhaft gemeint, aber es war auch etwas von der bitteren Wahrheit dabei. Also ich habe meine anfängliche Ausbildung in Katowice genießen dürfen. Und da haben wir immer über die älteren Mitbrüder geschimpft, weil sie sind, wie sie sind. Nicht alle sind heilig. Und da hat er immer gesagt, das ist ein guter Beweis für die Existenz Gottes, dass da noch kein Blitz eingeschlagen ist und das Kloster nicht bis zum Fundament abgebrannt ist. Und so erfahre ich es auch mit den Mitbrüdern, nicht allen, aber einigen, die Verantwortung getragen haben. Jetzt ist die Generalkurie bei uns pleite. Einige der Mitbrüder, die dort arbeiten, haben gesagt, naja, es wurde schon das Taschengeld drastisch gekürzt und sie wissen nicht, wie es weitergeht. Gott sei Dank ist die Kirche weise und die Generalkurie ist Generalkurie, alle anderen Entitäten des Ordens sind unabhängig. Aber ich erfahre das jetzt in diesem Weihnachtsfest, das große Unvermögen, was wir Menschen in uns tragen, dass wir uns bemühen können, sie haben es sicher gut gemeint und trotzdem haben sie auf den Falschen vertraut, vielleicht auf den eigenen Verstand, auf die eigenen Fähigkeiten. Und das lehrt uns Gott auch zu Weihnachten. Vertraut nicht auf eure Fähigkeiten, weil man kann sich noch so sehr anstrengen. Zu Hause sieht man es am besten, vor Weihnachten, diese ganze Weihnachtsstress. Du kannst machen, was du willst. Immer wieder wird es etwas geben, was du nicht geschafft hast, was vielleicht anders geworden ist, als du dir das wünschst. Wo andere Menschen vielleicht mit dem linken Fuß heute aufgestanden sind und ja, nicht alles ertragen können, was du mit dir herumträgst. Und dann kommt es manchmal zu Gesprächen, die nicht besonders ermutigend sind. Das ist nicht das Wichtigste. Gott ist in dein Leben eingetreten. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass Gott mit so einem wirklich schönen Stiefel, also Militärstiefel, in mein Leben eintritt, wo er so einiges platt macht. Das tut ein bisschen weh, das zu erkennen, was in meinem Leben nicht so schön ist. Aber das tut gut, zu wissen, dass Gott mit seinem Fuß schon in meiner Wohnung ist. Er ist einer, der den Fuß zwischen die Tür und den Türrahmen manchmal klemmen muss. Und das muss Gott auch wehtun, wenn ich diese Tür zuschlage. Er lädt uns heute dazu ein, diese Tür unseres Lebens ganz offen zu halten. Darauf zu vertrauen, dass er unser Leben tragen kann, in jeder Situation. Ich kenne einen Mann hier in Maria-Enzersdorf, der vertraut wirklich ganz auf Gott. Wenn er ein Problem hat mit irgendjemandem, betet er und fragt ihn, Jesus, was soll ich mit dem und dem machen? Wenn er eine wirtschaftliche Entscheidung treffen soll, betet er und fragt Jesus, sag mir, wie soll ich investieren? Und er vertraut darauf, dass Gott ihm die Antworten gibt. Lächerlich? Nein, das ist der richtige Weg. Das ist der richtige Weg. Das ist der Weg, den der heilige Franz von Assisi konsequent gegangen ist. Der wollte den Orden nicht und trotzdem hat er auf Gott gehört und die Brüder angenommen, die Gott ihm geschenkt hat. Der brauchte einige Zeit, bis er das erkannt hat, aber er hat sich darauf eingelassen. Frage dich selber an diesem Weihnachtsfest, wozu dich Gott einlädt, dass du, welche deine Vorstellungen sollst du hinter dir lassen? Welche deine Erwartungen und Wünsche bringen dich wirklich nicht weiter? Deswegen möchte Gott, dass du das ablegst. Und frage dich, wozu dich eigentlich Gott an diesem Weihnachtsfest einlädt. Dann wird es vielleicht nicht so eine Misere und Katastrophe und Enttäuschung auch kommen, wie bei uns Franziskanern es jetzt vor Weihnachten geworden ist. Und du wirst auch Weihnachten nicht nur mit den schnulzigen Liedern verbinden können, sondern auch mit einer Veränderung, mit einer Metanoia, von der heilige Paulus immer wieder schreibt, was die ersten Christen immer wieder aufs Neue erfahren haben, die für das Leben eines Christen, einer Christin grundlegend ist. Diese ständige Erneuerung in der Nachfolge Christi. Dazu lädt uns Gott
zu Weihnachten ein. Er ist Mensch geworden, einer wie du und ich. Frage dich, welche Schwächen du selber hast. Das alles musste Jesus mit sich herumschleppen. Das alles hat Gott zugelassen. Und deswegen ist für mich Weihnachten ein ganz besonderes Fest. Ich kann vielleicht nicht wie die Engel jedes Jahr jubeln, weil ich manchmal müde bin, manchmal sehr enttäuscht bin. Aber letzten Endes kann ich auf einen schauen und einen vor meinen Augen haben, der stärker ist als jede meiner Schwächen, der mir den Weg zeigen kann, der auch dir den Weg zeigen kann, aus jeder Misere, weil er der Demütige ist, der sich hinunterbückt und dich immer wieder aufrichten wird, in jeder Situation, wo auch du in deinem Leben vielleicht schwach geworden bist, wo du falsche Entscheidungen getroffen hast. Weil, wie der Apostel Paulus es an Titus schreibt, dass Gott ist die Güte, die Menschenliebe, die Rettung für uns alle. Er vollbringt all diese Werke jeden Tag aufs Neue. Und an Weihnachten sehen wir den Anfang, wie er begonnen hat, das Leben der Menschheit, mein Leben und dein Leben zu verändern. Du musst es nicht spüren. Du musst dich nur darauf einlassen. Das ist das große Geheimnis. Damit diese Gefühle, die uns manchmal in die Irre führen, uns diese Nachfolge nicht verunmöglichen. Ich lade euch wirklich dazu ein, diese große Demut Gottes zu Weihnachten zu sehen. Auch wenn es manchmal nicht so besinnlich und lustig ist. Aber das ist das Schönste, was Gott uns Menschen geschenkt hat. In seinem Sohn Jesus Christus, der Mensch geworden ist, in einem Kaff am Ende der Welt unter Bedingungen, die wir heutzutage auch keinem zumuten würden. Er hat sich darauf eingelassen. Was kannst du Gott geben?